Warum mache ich diesen YouTube-Kanal? Ähm, ich möchte uns kurz vorstellen. Mega Caravan aus Dingesbühl, eine kleine Wohnmobilwerkstatt. Wir haben insgesamt zehn Mitarbeiter. Ähm, wir beschäftigen uns mit der Autarkie von Wohnmobilen, äh, ganz extrem in der Umrüstung, Solar, Wechselrichter. Ladebooster, alles was das Herz begehrt, natürlich auch so Randarbeiten wie Sog oder mal eine Steckdose oder mal einen 12-Volt-Anschluss, LTE-Antennen und so weiter, was momentan auch gut gefragt ist, sind immer Luftfahrwerke, sprich Luftzusatzfahrwerke, auch das machen wir sehr viel. Und da haben wir uns einfach etabliert. Hier in Dingesbühl haben wir vor zweieinhalb Jahren begonnen, wir haben einen super geilen Stadt hingelegt, Pünktlich zu Corona aufgesperrt und dennoch haben wir es geschafft. Das erste Jahr war ein bisschen holprig, das zweite Jahr hat richtig gut funktioniert und jetzt auch im dritten Jahr sind wir super gut dabei und wir dürfen uns überhaupt nicht beschweren, sondern ganz im Gegenteil. Dank euch und meinen Zuschauern und auch den treuen Kunden äh, werden wir hier gut akzeptiert und dafür schon mal ganz, ganz lieben Dank. Äh, den YouTube-Kanal habe ich zu verdanken, weil mich ein ganz guter Freund überredet hat. Mein bester Freund, der Camper Tobi, ähm, kam eines Tages hier rein und hat uns, äh, ja, ich sage jetzt einfach einmal, äh, lieb gewonnen und wir ihn auch und sind halt gut befreundet äh, mittlerweile und. Er hat mich damals überredet: Mensch, Micha, das, was du magst, ist doch toll. Äh, mach doch deinen eigenen YouTube-Kanal, zeig doch die Technik, sensibilisiert die Menschen auf die Themen, wo du hast. Und das war der Ursprung unseres, äh, ja, unser, der Gründung des Kanals. Ähm, der hat sich, finde ich, super geil entwickelt. Auch wieder dank euch, äh, weil ihr das sehen wollt, was ich so von mir gebe, was ich so preisgebe. Und da bin ich auch mega glücklich drüber, finde ich auch unheimlich toll. Manche Dinge sind für den einen oder anderen nicht so interessant, manche Dinge sind sehr interessant. Das ist natürlich immer abwegig. Ich kann natürlich immer nur querbeet das zeigen, was wir so vorhaben, was wir so tun, die Neuigkeiten immer wieder präsentieren, auch mal Themen aus dem Shop aufgreifen, weil auch das ist unser Thema oder unser Neuwagenverkauf, sprich die Magetournee, wo wir im Programm haben. Und da versuchen wir halt immer wieder, euch mitzunehmen. In puncto Technik möchte ich einfach in der ersten Linie natürlich sensibilisieren, wie Themen sein sollten, wie Dinge verbaut sein sollten und Sachen, die ich weiß, wie auch das letzte Video mit fünf Jahre Garantie wie die Hersteller damit umgehen. Das sind einfach Dinge, das ist nicht geschimpft, das ist nicht gelästert, sondern das sind einfach Dinge, wo ich sensibilisieren möchte, wo ich euch sensibilisieren möchte. Was ihr kauft ist natürlich letztlich eure Entscheidung. Wo ihr kauft, ist eure Entscheidung, finde ich auch gut so. Aber es ist ja doch wichtig, darum gibt es ja YouTube, damit man den einen oder anderen Tipp oder das ein oder andere einfach weitergeben kann. Und warum soll ich das nicht tun? Damit sich jeder seine Meinung draus bilden kann und dann seine Entscheidungen treffen kann, was ich ja tolle Sache bin. Auch also ich informiere mich über YouTube in verschiedenen Themen immer wieder mal und äh, ich finde es einfach immer eine tolle Geschichte, was man da alles erfährt. Und das war so der Ursprung, warum für mich eigentlich YouTube entstanden ist. Ähm, es ist natürlich ein ziemlicher Aufwand, muss man auch ganz klar sagen. Man braucht die entsprechende Ausrüstung, man braucht die entsprechende Muse, man braucht die Themen, wo man sich einfallen lassen muss und dann die Zeit dazu, die Videos zu drehen. Ich möchte am liebsten viel viel mehr machen mit YouTube beziehungsweise mit den Filmen, wo ich hier erzeuge. Ich möchte euch noch viel viel mehr Content bieten. Die Problematik ist halt einfach nur die Zeit. Mein Hauptjob das ist ein ganz anderer. Ich muss hier die Wohnmobile koordinieren. Wir müssen die Umbauten machen. Eigentlich muss ich tagsüber viel in der Werkstatt sein, im Büro sein, Angebote schreiben und und und. Da kommen viele viele Punkte dabei rum und da erschwert das ganze Thema. Wir kriegen aber zum Januar nochmal Verstärkung. Ich kriege eine Verstärkung an meine Seite, eine Assistentin. Äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil dass ich auch so ein bisschen entlastet wird, damit ich eben genau für dieses etwas mehr Zeit habe, euch ein bisschen mehr mitzunehmen, um euch auch zu zeigen, was wir so tun. Und natürlich auch. Als Werbekanal äh, genutzt für unsere Firma. Auch das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, es ist auch so, ich habe noch nie einen Hehl draus gemacht, äh, weil ich immer wieder mal den Kommentar kriege: ah, äh, Schade, dass Mika jetzt auch schon so ein Werbekanal ist. Ähm, natürlich sind wir ein Werbekanal. Weil ich muss ja auch oder wir müssen ja alle von irgendwas leben. Ich muss meine Mitarbeiter die Löhne bezahlen. Wir müssen die Halle hier bezahlen. Wir müssen Miete bezahlen. Äh, auch ich muss irgendwas zu essen haben. Also es ist ja nur legitim, Werbung zu machen. Und ich finde halt die beste Werbung heutzutage im 21. Jahrhundert ist zu zeigen, was man tut. Und dass ich dann auch wieder der Kunde eine Meinung bilden kann und beziehungsweise ein Bild machen kann von dem, wie wir arbeiten, wie wir persönlich sind, weil auch ist es ja eine Sympathiefrage. Ja, das sind all die Gründe, warum der YouTube-Kanal für mich in Frage kam und warum ich das Ganze äh, zu äh, gestartet habe. Und ich finde, dass es ganz gut gelungen ist. Dank euch und auf diesem Weg auch Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank, warum das Ganze so ist. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich denke, da haben wir noch viel vor uns. Wir lassen uns mal von den ganzen Krisen unbeeindruckt und hoffen einfach, dass wir da gut durchsteuern. Wir tun alles dafür, dass das funktioniert. Und ähm, dann bin ich guter Dinge, dass wir hier nur ein bisschen verweilen. Ähm, und natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Projekten, wie mit EcoFlow, wie mit äh, so besonderen Kabeln und Umschaltungen und weiß der Teufel was. Auch da braucht man natürlich so ein bisschen Kreativität und immer wieder mal ein, ein Schubs und äh, muss auch viel auf Messen unterwegs sein, damit man sich immer wieder ein Thema auch holen kann. Und da habe ich auch noch ganz viel vor und freue mich unwahrscheinlich, euch das Ganze dann auch mitzuteilen bzw. euch teilhaben zu lassen. Ja, das war es eigentlich schon, was ich hier kurz in, in dem ähm, Video euch sagen wollte. War schon mal überfällig, warum ich eigentlich das Ganze mache und für was ich das alles tue. Und ich kann nur immer wieder sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr meine Videos interessant findet und immer wieder anschaut. Äh, dafür wirklich, wirklich, ganz lieben Dank. Ist alles nicht selbstverständlich im heutigen Zeitalter. Und ich werde jedenfalls so weitermachen und äh, euch weiterhin fleißig tolle Videos bieten. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig mehr wie... Euch eine gute Zeit zu wünschen. Jetzt beginnt ja die Weihnachtszeit. Nächstes Wochenende haben wir, glaube ich, erstes Adventswochenende haben wir unser kleines Campertreffen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da sehen wir wieder unheimlich viele Kunden. Und dann geht es auch schon steil weiter in Richtung Weihnachten. Und ja, ich bin jedenfalls zuversichtlich und freue mich drauf. Sage nochmal ganz lieben Dank. Bleibt gesund. Und wir sehen uns in den nächsten Videos und vielleicht auch mal hier bei mir in Dingelsbühl direkt. Das wird mich natürlich auch riesig freuen. Also, bis demnächst zum nächsten Video. Schöne Grüße, euer Micha. Ciao, ciao.